sind schnell wachsende Zimmerpflanzen. Hierbei sollte natürlich bedacht werden, dass schnell wachsend nicht wirklich definiert ist. Und auch die 5 Pflanzen, die in diesem Video vorgestellt werden, wachsen natürlich unter Optimalbedingungen schneller, wenn sie beispielsweise mit zu wenig Licht oder zu wenig Wasser zurechtkommen müssen. Allerdings hat die Erfahrung doch gezeigt, dass die 15 Pflanzen, die wir Ihnen in diesem Video zeigen, schneller wachsen als manch andere Zimmerpflanzen, die teilweise Jahre brauchen, um nur ein paar Zentimeter zuzulegen. Also, wenn Ihnen dieses Video gefällt und Sie etwas Inspiration für Ihr eigenes Zuhause daraus mitnehmen können, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, uns einen Daumen nach oben geben oder einfach einen Kommentar da lassen und uns Ihr Feedback mitteilen. Das hilft uns wirklich sehr und wir können eben durch diese Hilfe noch viele weitere Videos dieser Art auf unserem Kanal veröffentlichen. Aber jetzt viel Spaß beim Video und der schnell wachsenden Zimmerpflanze Nummer 1, die Monstera oder das Fensterblatt. Diese Pflanze gehört zu der Familie der Aaronstabgewächse und kann tatsächlich bis zu 5 Meter groß werden. Durch ihre anmutige Gestalt bezirzt die immergrüne, schnell wachsende Zimmerpflanze ihre Besitzer. Die riesigen, fiederspaltigen Blätter sind ein echter Hingucker. Selbst ein einzelnes Blatt der Kletterpflanze ist unter optimalen Bedingungen in der Lage, bis zu 1 Meter breit zu werden. Es ist aber natürlich dabei zu bedenken, dass das Fensterblatt auch dementsprechend Platz braucht. Zumal diese Pflanze auch Luftwurzeln ausbildet und diese natürlich auch ausstrecken können muss, denn diese sind entscheidend für die Nährstoffaufnahme. Das tropische Gewächs liebt eine hohe Luftfeuchtigkeit, deshalb kann man sie hervorragend als Badezimmerdekoration nutzen. Ist es hier aber zu dunkel, empfehlen wir die Monstera trotzdem regelmäßig einzusprühen. Ratsam ist davor aber, den Staub auf den Blättern mit einem feuchten Tuch zu entfernen, damit die Blätter die Feuchtigkeit auch gut aufnehmen können. Die Monstera bevorzugt tatsächlich Sonne oder Halbschatten und gilt ganz allgemein als pflegeleicht. Gegossen werden sollte sie mäßig. Staunässe sollte bei diesem altbewährten Klassiker aber auf jeden Fall vermieden werden. Schnell wachsende Zimmerpflanze Nummer 2, die Birkenfeige. Sehr viele haben sie zu Hause, fast jeder hat sie schon mal gesehen. Denn die Birkenfeige ist sehr schön anzusehen und verleiht dem Zimmer Atmosphäre und ist gleichzeitig auch noch pflegeleicht. Ficus benjamina gehört zur Familie der Maulbeerengewächse. Diese populäre Zimmerpflanze zeichnet sich durch üppiges, leicht gewelltes Blattwerk aus. Die leicht hängenden Zweige verleihen dem Ficus eine ansprechende Optik. Es existieren unterschiedlichste Blattmusterungen. Von grünen und weißen Blättern bis hin zu einem unregelmäßigen cremefarbenen Muster ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine besondere Variante ist beispielsweise der Ficus benjamina curly. Er hat gekräuselte Blätter zu bieten, die aussehen wie eingerollt. Wie schon erwähnt, ist der immergrüne Strauch anspruchslos. Er benötigt nicht viel Wasser und braucht kein besonderes Substrat. Lediglich auf den richtigen Standort sollte etwas mehr geachtet werden. Der Ficus liebt es warm und hell, verträgt jedoch keine direkte Sonneneinstrahlung. Generell lässt sich sagen, dass die einfachen, einfarbigen Sorten am leichtesten zu handeln sind. Nur sollte der Mitbewohner sein Zimmer nicht zu oft wechseln, da er dann die Blätter abwirft. Wird die Birkenfeige mäßig gegossen und bei 18 bis 25 Grad Celsius gehalten, erweist sie sich als langlebige, schnell wachsende Zimmerpflanze, die Ihnen über viele Jahre hinweg Freude bereiten wird. Die Fischschwanzpalme. Die Fischschwanz- oder Brennpalme stammt aus Südasien. Die doppelt gefiederten Blätter erinnern an kleine Fischschwänze. Als mehrstämmige Palme wirkt diese schnell wachsende Zimmerpflanze schön üppig und buschig. Sie erreicht hierzulande eine Höhe von ca. 1,80 Meter. Im Wintergarten kann sie sogar deutlich höher und bis zu 4 Meter groß werden. Diese Palmenart benötigt viel Licht und eine Raumtemperatur von mindestens 18 Grad Celsius. Dann sorgt sie bei uns für echtes Dschungelfeeling. Das Pflanzensubstrat sollte einen hohen Humus- und Nährstoffgehalt aufweisen und einen pH-Wert von 5,5 bis 7 besitzen. Am besten ist dabei sogenannte Palmenerde. Da die Brennpalme kalkempfindlich ist, wird idealerweise Regenwasser zum Gießen verwendet. Die Erde sollte stets feucht gehalten werden, ohne Staunässe zu verursachen. Bei dieser Pflanze müssen Sie besonders vorsichtig beim Umtopfen sein. Die Wurzeln der Palme sind sehr empfindlich, deswegen muss der Topf vor der Aktion tatsächlich sehr gut durchwurzelt sein. Ein schwerer und hoher Kübel hat sich bei dieser Pflanzenart beim Umtopfen bewährt, da sie bei ihrer Wuchshöhe dazu neigt, umzukippen. Die Strahlenaralie. Diese Pflanze wird auch als Schefflerer bezeichnet und ist eine anspruchslose, schnell wachsende Zimmerpflanze, die die Luft mit reichlich Sauerstoff versorgt. Diese Rankpflanze braucht einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Bei 15 bis 20 Grad fühlt sie sich pudelwohl.
In der Winterzeit dürfen es auch nur 12 Grad sein. Das Substrat sollte Humus und Ton beinhalten. Gegossen werden sollte die Strahlenaralie nicht zu häufig, da sie sonst ihre Blätter abwirft. Bei einer Sache sollten Sie vorsichtig sein, denn die Schäfflerer mag die Nähe von Heizkörpern nicht. Ab und zu sollte die australische Schönheit eingesprüht werden. Wenn zahlreiche Wurzeln an der Oberfläche zu erkennen ist, dann ist es Zeit, umzutopfen. Und das bringt uns auch schon zur letzten Pflanze dieser Liste, nämlich die Grünlilie. Die Grünlilie hat tatsächlich den liebevollen Namen Beamtengras, denn die Pflanze ist extrem pflegeleicht und gerade als Büropflanze sehr beliebt. Es ist pflegeleicht und mag auch dunklere Standorte. Ableger produziert die Grünlilie zahlreich. Trotz ihrer exotischen Herkunft ist die Grünlilie tatsächlich ungiftig, was Haushalte mit Haustieren und kleinen Kindern wahrscheinlich sehr zu schätzen wissen. Steht die Pflanze im Halbschatten, wird ihr Wachstum am besten unterstützt. 15 bis 20 Grad Raumtemperatur und kalkfreies Gießwasser mag das afrikanische Spargelgewächs sehr gern. Gegossen werden sollte von März bis November reichlich. Im Winter ist eine sparsame Bewässerung zu empfehlen. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig inspirieren und haben Ihnen ein paar Ideen für Ihre nächste große und wunderschöne Zimmerpflanze mitgegeben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.